Joho, Leute, es geht weiter mit Cave Story. Wir müssen noch einen Hund finden und dann können wir endlich weitermachen. Und dieser Hund ist natürlich mal wieder irgendwo hinter den ganzen Vögeln und Schädeln. Toll. Die Schädel, die bildgebend für das Bild für die Sandzone sind. Großartig. Herzen. Also, das ist ziemlich cool. Kann ich mich jedes Mal neu aufladen, muss nicht bis ganz nach Kirby's Haus zurücklaufen. Das ist schon irgendwo praktisch, aber kein Wunder, bei so vielen Gegnern, die uns hier das Leben zur Hölle machen, ist das schon nötig. Oh, nein. Du erwischt uns nicht, du erwischt uns nicht. Nein, 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 nein. So. Ah, der erwischt uns aber. Egal. So, 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 so. Du stirbst auch noch, bitte. Danke. Oh, oh. Okay. Ah, nein. Wow, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dem ausweichen könnte. Na toll. Ich fall natürlich voll in das hier rein. Und nochmal, ja, weil es so viel Spaß macht. Ah, juhu. Ah, lass mich in Ruhe. What? Okay. Die Knochen sind über mich drüber geflogen. Und ja, finde ich gut, macht mir nichts. So. Dich mag ich nicht. Du siehst gefährlich aus. Du Springvieh. Stirb. Die Knochen treffen uns nicht. Aber wir treffen dich. Ah, gut. Wir haben wieder unser Level 3 erreicht, weil wir gerade eben 30 Erfahrungskristalle auf einmal aufgesammelt haben. Wir kommen hier nirgendwo hoch. Hätten wir jetzt die Maschinenpistole, die ich bestimmt noch nicht erwähnt hätte, habe, dass ich die gerne hätte, könnten wir jetzt einfach nach unten schießen und uns durch den Rückstoß hier schwebend fortbewegen und nach oben klettern. Aber die haben wir natürlich nicht, weil wir stattdessen lieber eine stärkere Waffe haben wollen. Nein. Level down. Ja, toll. Es fängt wieder so gut an. Juhu. Egal. Ich falle runter. Ich wollte eigentlich sagen, ich gebe mal mein Bestes, aber ich falle auch lieber runter. Ja, nochmal. Ja, du kriegst jetzt ein paar Raketen ins Gesicht. Hast du es verdient. Hier, bam. Und du willst auch noch welche. Ja, hier, komm, kriegst du. So. Springen, nicht runterfallen, nicht nach oben in die Stacheln springen. Da oben sind die Katzen, da war der eine Hund, der dritte, der vierte war hier unten. Und spring. Guter Roboter. So. Und spring! Ja, sehr schön. Ich mag dich nicht. Laufen ist hier. Da oben ist schon wieder eins mit dem, so einem Riesenvieh. Und, ah, hier sind zwei von denen. Moment. Nein, das ist nur einer. Ich sah gerade so aus, als wären das zwei ineinander. Hm. Ja, oh, ah, jetzt sind es zwei. Was mache ich hier eigentlich? Warum benutze ich nicht einfach den Feuerball? Das ist hier doch an den Schrägen total effektiv gegen die Viecher. Wenn sie denn auf mich zulaufen und nicht von mir weg. Egal. So, war da oben irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich gehe das nicht. Nein, da ist nichts, aber ich möchte das Vieh da töten. Ich möchte dich töten. Hey, da komme ich aber doch nach oben. So. Na gut, ich kletter erstmal hier hoch und guck, was da ist. Der Feuerball erledigt den Rest. Die Drecksarbeit für mich. Hoffe ich zumindest mal. So. Jawohl. Okay, hier oben war nichts. Das war alles vollkommen umsonst. Egal. Wow. Ah! Okay, hier sind Säulen und ich kann nur an den Stellen durch, an denen die diese Löcher haben. Das heißt, hier komme ich nicht durch. Ich muss drüber springen. Und die Vögel lauern schon auf mich, was ich überhaupt nicht gut finde. Die haben ihre toten Schädel irgendwo liegen lassen. Das waren die, die gerade da rumgelaufen sind. Und ich muss doch da hoch, weil hier komme ich nicht da. Nein, ich kann nicht gut genug springen. Ich habe den Booster noch nicht. Hätte ich jetzt das tolle Maschinengewehr, könnte ich da hoch. Wäre es denn auf Level 3? Aber das nehme ich einfach mal an, dass es auf Level 3 wäre. Na gut, ich glaube, ich gehe so langsam mit dem Maschinengewehr auf den Sack. Und ihr schreibt dann bestimmt, irgendwer schreibt bestimmt in den Comics, ja, warum holst du es dir nicht, wenn du es so dringend haben willst? Und ich werde dann antworten, nein, ich will es nicht haben. Ich will lieber den Spur haben. Oder den Spur, oder wie auch man das ausspricht, keine Ahnung. Egal. Die Spur. Ich nenne es jetzt einfach komplett deutsch. Spur. So. Egal. Ihr werdet schon sehen, dass diese Waffe viel genialer ist. So, vor allem dann, wenn ich zu den Secret... nicht Secret Grounds. Also, die sind dann schon geheim, aber... mehr Sacred Grounds. Well, Level 1 ist klar. Blasen. Blasen sind immer gut. So, solange sie denn auf Level 3 sind. Und, oh Gott, so viele Vögel. Ah, sterbt. Na, komm schon, komm schon. Ich sag jetzt extra nicht, dass ich gerne eine gewisse Waffe haben sollte, die hier nicht erwähnt werden soll. Denn ich habe den Bubbler, der ist mindestens genauso gut. Nicht. Aber egal. So. Ah. Wie viele sind denn das? So, jetzt springe ich aber rüber. Da unten sind... Nein, ich gucke jetzt gleich mal. Oh, Stacheln! Na gut, ich habe kurz gesehen, was da unten ist. Und
Ich wünschte mir, ich hätte nicht nachgesehen. Jetzt muss ich aufpassen, wohin ich springe. Und hätte ich, muss ich jetzt nicht aufpassen, wohin ich springe, würde ich wahrscheinlich perfekt springen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich rein, und unten ist ein Schild. Moment, da geht's durch. Das ist so eine Tatze, aber ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich will wissen, was auf dem Schild steht, aber ich glaube, wenn ich da runter muss, muss ich wieder rüberspringen. Ach egal, ich probiere es einfach aus. Auf die Gefahr, dass da nichts ist. Und ja, hier ist auch nichts. Gut, das ist einfach nur so da. Und mal gucken, was drauf steht. So. Hier in der Sandzone gibt es ein paar, eine Nummer an, also gibt es ein paar Orte, wo man durch die Wände durch kann. Diese Orte sind mit einem Symbol markiert. Ja, gut, das wissen wir. Die sind mit der Tatze markiert. Toll, ich bin hier vollkommen umsonst runtergesprungen. Aber wenigstens muss ich die Vögel nicht nochmal besiegen. Ich darf nur die Sprünge nochmal machen. Toll. Aber was soll's? Das macht Spaß. Hey. Ja, was kann ich derweil mal erzählen, während ich hier zurücklaufe? Ich habe in den Kirby-Videos gesagt, dass ich ja gerne immer abwechselnd ein PC-Spiel und ein Konsolen-Handheld-Spiel machen würde. Und ich habe nachgedacht und ich werde es, glaube ich, doch nicht so machen, denn es gibt so viele Spiele, die ich gerne machen würde, und teilweise fällt die Einordnung einfach schwer, was es jetzt genau ist, ob es jetzt ein Konsolenspiel ist oder PC-Spiel. Und dann gibt es noch jede Menge Indie-Spiele. Und hier ist das Lagerhaus, glaube ich. Verschlossen. Es gibt so viele Indie-Spiele, wie zum Beispiel Cave Story hier, was ich gerade spiele, die ich machen würde. Und es kommen dann immer jede Menge neue Spiele, bei denen ich dann denke, hey, das wäre cool, das würdest du gerne let's playen. Einschlafen und nehme ich einfach mit. Das würdest du gerne let's playen. Und ich habe mir einfach gedacht, speichern? Kann ich ja speichern? Ja, ich kann speichern, cool. Ich habe mir einfach gedacht, das bringt's nicht, wenn du dich jetzt so festlegst, dass du immer abwechselnd das und das machst, dann bist du dazu gezwungen, dass du sowas machen musst. Und ich glaube, das wird mir dann einfach die Lust am Let's Playen nehmen. Und deshalb denke ich mir, hebe ich das einfach wieder auf und mache einfach das, wo ich dann dazu Lust habe. Und das wird dann auch dazu führen, dass ich zwischendurch mal ein paar kurze Videos mache, die dann jetzt nicht irgendwelche ellenlange Let's Plays werden. Zum Beispiel hätte ich Lust, mal ein bisschen F-Zero zu spielen irgendwann, so ein Grand Prix oder so. Oder was dann nur ein Video umfassen wird, Duty Calls, falls das einer von euch kennt. Und das hat nichts, also bestimmt gar nichts mit Call of Duty zu tun, also Duty Calls, was ist denn das? Das werdet ihr dann sehen. Ich muss nur mal gucken, wie ich das dann mache, denn es hat englische Sprachausgabe und ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, während die Leute sprechen, es zu übersetzen. Also ich weiß auch nicht, für wie viele von euch ich das übersetzen muss und wer sich das Video noch dann ansehen wird, überhaupt später. Deswegen einfach mal gucken. Oh, Balrog! Er hat die Oma niedergeschlagen. Es ist nicht nett, Balrog. Der Schlüssel für das Warenlager, für das Warenhaus. Ha, huh. Aber dankeschön! Du hättest sie mir nicht geben müssen. Ich seh dich später. Warte! Und Balrog sieht ihn und er haut ab. Er hat keine Lust zu kämpfen. Na toll. Und wo sind die anderen Hunde hin? Was hast du mit den Hunden gemacht, Balrog? Die habe ich alle mühselig geholt. Oh, du? Komm, ich helfe dir auf. Ich habe ihr das Hündchen gegeben. Ja, der Schlüssel. Sie haben den Schlüssel gestohlen. Bitte, du musst sie aufhalten. Sie planen, die Mimigas in ihre Wut zu versetzen und sie dann auf der Oberfläche auszusetzen. Oh ja, du willst vielleicht das hier haben. Einen Lebenspot. Der ist gut. Den werde ich mir aufsparen. Du kannst ihn nur ein einziges Mal benutzen. Nur ein einziges Mal, um deine gesamte Lebensenergie wieder aufzufüllen. Und den werde ich mir garantiert aufsparen. Das ist ein Item, das ich jederzeit benutzen kann, aber ich kriege wirklich nur einen einzigen im gesamten Spiel. Das ist nicht wie in The Legend of Zelda, wo man sich jedes Mal von einer alten Frau einen neuen Lebenstrank kaufen kann, wenn der alte leer ist. Nein, den kriege ich nur ein einziges Mal. Ja, Balrog hat den Schlüssel und sie können jetzt an die Samen für die roten Blumen dran, was überhaupt nicht gut ist. Versuchen wir sie mal, sie aufzuhalten. Vielleicht sind wir ja schneller im Lagerhaus als sie. Ich hoffe es zumindest mal. Also, ich weiß, was passieren wird, aber ihr wisst es nicht. Also, vielleicht wisst ihr es nicht. Vielleicht habt ihr Cave Story auch schon gespielt. Ich weiß es nicht. Egal. Ich mache einfach weiter. Ich höre auf, irgendwelchen Stuss hier zu labern. Wobei, ihr braucht das ja vielleicht sogar, weil ich hier irgendwelchen Stuss labere. Es ist schwer, hier irgendwas Vernünftiges zu machen, wenn ich so darüber philosophiere. Ich mache einfach weiter wie bisher. Und lass mich natürlich treffen. Ich habe mich bisher immer treffen lassen. Ich mache weiter, indem ich mich treffen lasse. Ja!
Das ist wunderschön. So. Und mit Level 1 mache ich keinen Schaden. Ich habe nur eine begrenzte Reichweite. Ah, Raketen. Raketen helfen immer. Raketen sind wunderbar. Es gibt keine schönere Erfindung als Raketen und sich treffen zu lassen. Nein. Wie gesagt, treffen lassen ist eine schöne Erfindung. Ja, ja.